Heute ist Donnerstag und es gibt kein Highlight, sondern unser neues Format. Guckst du! So, da stellen wir euch die Neustarts vor dieser Season oder der aktuellen, der nächsten Seasons, die kommen. Weil ihr werdet ja nicht mehr Zeit haben, alles zu sehen und das übernehmen wir für euch. So, den Start macht jetzt die Serie Denkigai no Honya-san und darum geht es um einen Buchladenbesitzer, der, wie der Name schon sagt, halt eben einen Manga-Laden führt. Was da super interessant ist, was ich finde, ist, eine Angestellte von ihm ist unprofessionelle Manga-Zeichnerin, sprich sie zeichnet Doujinshis. Stimmt. Und will damit irgendwie auch auf diese große Comic-Messe-Gelände und will die da verkaufen. Das ist ein bisschen in der ersten Folge schon rausgekommen. Es geht, glaube ich, darum, dass der Buchladenbesitzer mit seiner Crew, also mit seinen Angestellten, viele Sachen also erlebt, weil diese unheimlich gut befreundet miteinander sind. Wie zum Beispiel Ero-Mangas. Ja, yeah, genau. Die erste Folge. Die erste Folge. Genau, direkt darum ging es, um perverse Mangas. Oh, perverse, genau. BL, Boys Love, ja. Auch Thema. Ist auch darunter. Ja. Zeichenstil ist jetzt eigentlich mehr in dem Moment, ja, Lollicon-Richtung, würde ich mal sagen. Sie persönlich sehen fast schon ein bisschen zu jung aus. Ja, ehrlich, also stellenweise die meisten von uns. Story finde ich interessant, aber ja. Mich wird wieder so ein bisschen abschrecken. Lollicon. Und es ist von, also vom Humor her sehr, sehr naiv gehalten, sagen wir das mal so. Ne? So in Richtung von School Rumble, Richtung, würde ich es jetzt mal sagen. Ist jetzt nicht so mein Fall, so vom Humor her. Dieses Thema finde ich super interessant. Überhaupt. Thema Buchladen, Comicladen, welche Geschichten kann man da erleben mit seinen Leuten und so. Man kann sowieso nicht genau was dazu sagen zur ersten Folge, aber erste Folge sag ich jetzt einmal so, naja, weiß ich nicht, was ihr dazu sagt. Ja, naja, mit Tendenz nach oben, ja. Wenn nicht unbedingt das Lollicon wäre. Ja. Der zweite Neustart war Madame no Oto Vanadis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wieder diese Zungenbrecher mitten drin. Ja, das ist immer furchtbar. Ja. Geht so weit, ich weiß, über mehrere verschiedene Kriegsarten, also nicht Kriegsarten, aber so verschiedene Parteien, sage ich mal. Eine Kriegsheldin, Also so wie ich das jetzt gelesen habe, soll es jemand da um 7 Territorien sein? Ja, nee, Bosse. Territorialherren. Genau. Aha. Und der Hauptcharakter, Bogenschütze. Jawohl, endlich mal ein Bogenschütze, der als Kriegsgefangener in eine der gegenseitigen Parteien reingerutscht ist und da irgendwie jetzt die Leute dort vor Ort in der Gegenpartei mal kennenlernt, bei so einer Kriegsherrin, Kriegsmaiden. Genau, die war ja von seinen Fähigkeiten so überzeugt und begeistert, dass er das trotzdem noch versucht hat, obwohl alles verloren war, trotzdem noch weiterzukämpfen und deswegen war die dann so begeistert davon und hat ihn dann deswegen verschont. Vom Zeichenstil her ist er also ist an die erwachsenere Generation gerichtet auf jeden Fall. Ja, das trifft mein Stil, mein Typ, mein finde ich sehr gut. Wie kannst du in die bunte Fantasy schieben? Sehr männerarm meines Wissens, also meines Empfindens her, sehr viele Weiber mit. Ja, sehr, Fansons gibt's massig. Sehr viele Fansons, genau. Und es gibt natürlich auch Drachen dazwischen. Oh ja, dieses Baby-Drachen-Tier war so niedlich. Was sagt ihr jetzt dazu? So Tendenz? Also ich würde weiter. Ja doch. Ja. Also ich war nicht so begeistert von der Serie. Ich werde mir aber trotzdem mal die zweite Folge anschauen. Wie gesagt, man kann nicht nach der ersten Folge eine Serie beurteilen, aber bei mir ist so die Tendenz so mehr nach unten. Obwohl Drachen dabei sind. Ja, Drachen können sie ja nicht rausreißen. Der Drache hat es ja schon rausgerissen, sonst wäre es komplett nach unten. Deswegen, also wir werden mal die Serie weiter mal verfolgen. Serie ist ein alter Bekannter wieder da und zwar Kaito Kid. Kennen die meisten, wollte ich ja sagen, wahrscheinlich aus Detektiv Conan. Der hat ja schon mal eine eigene Serie spendiert bekommen. Ja, eine Special Serie, genau, lief über 12 Folgen und jetzt ist das Ganze ein bisschen ausgeweitet worden. Heißt, das Ganze geht über wohl 24 Folgen, sind da angesetzt. Viel muss man, glaube ich, bei Kaito Kid nicht sagen. Und ich glaube, wer es nicht kennt, der muss es gucken. Richtig. Also da werden wir jetzt kein großartiges Geplänkel draus machen. Weil das kennt jeder eigentlich. Man kennt Kaito Kid, Meister Dieb. Sagt schon viel.
Der Kontrahent von Conan. Taxi Maskin Weiß. Ja, genau. Das deswegen, also wir sagen da jetzt nicht mehr viel zu. Ja. Taxino Maskin. Aber ich hat mit Rosen geschmissen. Kaito Kid schmeißt nicht mit Rosen. Mit Karten aber. Mit Karten. Deswegen machen wir das hier ganz kurz. Was sagt ihr so gesehen vom Zeichenstil her und von der Animation? Gut, du merkst natürlich, wo es abstammt, wovon es stammt, ne? Ne! Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, dass es jetzt davon... Hätte natürlich auch ganz anders hier einschlagen können, ne? Muss ja nicht. Muss ja nicht unbedingt. Ist ja nur der gleiche Zeichen, aber nein! Man muss ja nicht unbedingt den gleichen Stil haben. Ja, also sag ich mal, wenn du Fan der Figur bist, dann klar. Ansonsten, wenn dich schon Detective Conan nicht interessiert und dann eventuell auch halt die Charaktere, die da vorkommen, nicht, dann brauchst du die auch nicht. Nein, braucht man nicht so mal gucken. Aber von der Animation her findest du ja so recht. Ja, anständig geraten auf jeden Fall. Sieht nicht so extrem aus wie Flashfilme. Ich muss es immer wieder, betonen. Da haben wir gleich noch was anderes. Ja. Mhm. Deswegen also auf jeden Fall so meine Tendenz, also ich finde Kaito Kid ganz gut. Ich werde es auf jeden Fall weiter mal angucken. Machen wir einfach mal so mittelprächtig. Ja, bei mir auch so mittel bis Tendenz nach oben. Ja, also man kann sich auf jeden Fall weiter angucken. So, die nächste Serie ist jetzt Terraformers, die kleinen Marsmännchen. Ja. Mit den Tentakeln. Mit den Tentakelchen. Wahrscheinlich das Highlight des Monats. Würde ich jetzt auch schon mal jetzt schon sagen, es wird jetzt wahrscheinlich das Highlight des Monats. Wobei sich vielleicht nicht so viele angucken werden aufgrund der Zensuren. Ja, das nimmt etwas den Spaß an der Serie. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben uns die Folge angesehen und diese Zensur. Man kriegt dann von dieser Szene nicht mehr sehr viel mit. Vor allem, wenn man dann so auf blutrünstiges Blätterfilme steht, also ich mag ja sowas. Und dann kommt so eine coole Szene, wo viel Blut fließt und dann ist die schwarz. Also toll. Man kann jetzt wissen, was da passiert. Aber von der Story her auf jeden Fall sehr interessant. Also mutierte Menschen, soweit ich das jetzt wie ich das verstanden habe. Die Kakerlaken. Von den Cockroaches. Und die man dann irgendwie identifiziert. Infiziert. Nicht identifiziert. Infiziert. Und deswegen sind die irgendwie mutiert und haben dann so super special Megakräfte und rasten etwas aus. Und ich glaube, die kriegen auch so, wie man das vielleicht andeutet schon sehen konnte, auch so insektenähnliche Finger und Gliedmaßen und so, also was man erahnen konnte in der Szene dann. Richtig. Könnte es also sehr, 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 sehr interessant. Richtig. Und die fliegen dann auf den Planeten, also auf den Mars, um da rauszufinden, wie die Vegetation da ist, um ein Heilmittel gegen diesen Virus da zu finden. Genau. Deswegen, also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend von der Story her. Zeichenstil gefällt mir eigentlich besonders gut. Ist also mehr die Erwachsenen gerichtet. Ja. Obwohl, was mich ein bisschen stört, das sind ein bisschen die Augen. Also das ist also vom Gesicht her ist das sehr realistisch gehalten. Mhm. Bin ich nicht so der Fan von. Macht aber keinen Abbruch für die Serie, sondern das reißt auf jeden Fall die Story schon raus. Und in, also die Animation. Ja. Deswegen, also sage ich mal, von mir aus schon. Wird weiter geguckt auf jeden Fall. Ja. Bei mir momentan noch so ein halber Punkt, weil ich persönlich würde lieber warten, bis diese unzensierte Version rauskommt. Ja okay, das wäre jetzt ein Grund. Aber das macht ja nicht mal nichts daran, dass die Serie ist generell super, also finde ich top auf jeden Fall, Daumen hoch, aber für mich jetzt noch nicht so der Punkt, weiter zu gucken, weil ich will auf die unzensierte Version warten. Richtig, ich meine jetzt nur, wenn es die unzensierte Version gibt, wirst du sie weiter gucken. Ja, das definitiv. So war es eigentlich auch gemeint. Mein Wort ist wieder. Ich hasse mit dem Wort definitiv, ich finde es super. Deswegen jetzt, bevor weiter... Ja, weiter mit deinem Flashfilm. Flashfilm. Die nächste Folge war... Tribe Cool Crew. Und wie ihr seht, es ist wirklich ein Flashfilm. Ich hab doch recht gehabt. Jetzt, komm bitte, in die Comments rein, wenn ich da recht habe, das ist aussieht wie ein Flashfilm. Das ist halt ein eigenwilliger Zeichenstil, da machst du. Und es ist von Sunrise. Ja, das ist schon traurig, dass sowas von Sunrise kommt. Eigentlich nicht. Wie willst du also irgendwas sagen? Vielleicht waren sie einfach nur ein bisschen zu faul, diese Tanzszenen zu zeichnen. Ja, man hätte es aber besser hinkriegen können auf jeden Fall. Von so einem Studio von also Sunrise, was Gundam 00 und Gundam Seed und so was rausgebracht hat, würde ich schon etwas anderes erwarten. Egal, wir gehen jetzt mal vom Thema Flashfilm weg. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Story mal ein bisschen. Was haben wir denn da so an Story? Die Story... Volltaka greift auf jeden Fall. Ich finde, der momentane Kult von den japanischen Jugendlichen, tanzwilligen Leuten auf. Das ist auf jeden Fall, wie man es kennt, bei YouTube kennt man ja diese von, wie heißt es nochmal, den langen Haaren.
Vocaloid, genau. Diese Tanzgruppen, dass sie da diese Tanzen nachmachen und darum prinzipiell geht es eigentlich in dieser Serie auch. Genau. Und zwar, dass da ein Kerl, ein Junge, halt Spaß am Tanzen hat. Und genau, und ein Mädel, sag ich mal, sogar im Internet Videos reinsetzt, wie sie tanzt. Und genau, die und ist schon bekannt und die treffen sich genau. Genau. Ja, haben dann ein gemeinsames Hobby. Ja, und es geht ums Tanzen. Ich glaube, was ich dazu stört, ist, glaube ich, dass die Tanzanimationen CGI sind. Ja. In erster Linie. Nicht nur der Zeichenstil, sondern auch, dass du dann direkt diesen krassen Wechsel wieder merkst zu Computeranimationen. Das ist in dem Moment ganz extrem. Also ich habe immer schon gesagt, die Serie erinnert mich etwas an Shin-Chan. Ich weiß, es ist nicht so extrem. Shin-Chan ist gut. Wir wollen jetzt mal ganz fair sein, Shin-Chan ist gut. Shin-Chan war cool. Ja. Es war cool, aber es war nicht gut gezeichnet. Es war cool. Aber deswegen, also bevor wir jetzt wieder zu weit abdrücken. Trotzdem ganz kurz, der Soundtrack, der ist ziemlich cool. Ja. Finde ich. Also geht so ein bisschen Richtung, cool. Glaube ich, Dubstep, aber passt eben super geil zu diesen Tanzchoreos. Ich, für meinen Teil, sag, ich werde es nicht weiter gucken, ist nur meine Meinung. Meine Meinung ist jetzt nicht gerade die Meinung. Ich muss sagen, ich wieder eigentlich recht positiv. Mich interessiert das Thema. Klar, die Zeichnungen könnten auch besser sein. Aber das Thema interessiert mich so ein bisschen. Also ich möchte gucken, in welche Richtung es sich das entwickelt. Ob das einfach nur so ein alltägliches Daherleben ist oder ob da auch wirklich richtige Choreografiearbeit hinter steckt. Ob die da ein bisschen Fleiß, Kraft reinstecken, ob sich das irgendwie so ein bisschen steigert noch so ein bisschen. Ich bin ja sowieso ein bisschen schmerzfreier, was so Zeitstil angeht und so was. Und da mich immer diese Videos interessieren, denke ich schon. Ja, das mal weiter verfolge, ja. Die letzte auf unserer Liste, das muss ich ablesen, das ist Ushina Wareta Mirai wo Motomete. Und worum geht's? Ja, wenn ich das wüsste. Das ist echt fies. Ja. Also ich ohne Witz, ich habe es mir angeguckt. Ich habe mich durchgeblickt. Ihr Unwissenden. Ich werde euch jetzt aufklären. Also Google ist dein Freund, ne? Genau, Google ist mein Freund, mein bester Freund. Ich habe nicht gerafft, was da war. Das Einzige, was ich rausgekriegt habe, war, dass das irgendwie eine Gruppe ist. Astronomie-Club. Irgendwie sowas. Die haben dann Sternschnuppen gucken wollen. Und die wollten irgendwie zwei Mitglieder, also die restliche Gruppe wollte zwei Mitglieder davon verkuppeln. Deswegen sind die irgendwie weggegangen. Das ist das Einzige, was irgendwie so ein bisschen bei mir an Story hängen geblieben ist. Genau. So, das ist, worum es dann euch auch noch geben sollte. Wir haben es jetzt auch selber nur nachgelesen, weil wir keinen Plan haben, wirklich, worum es da ging. Genau. Es kam nicht raus richtig. Wir haben es nicht geschnallt. Ja, aber wir sind zu blöd. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es geht sich also jedenfalls darum, dass irgendwie ein Schulgebäude geschlossen wird und die machen ein neues Gebäude auf und der Club möchte eigentlich gerne da nochmal eine Party feiern und deswegen werden die dann dazu berufen, als Komitee eine Party auszurichten. Aber das Hauptgenre von diesem Anime ist Romance. Romance, ja, weil da soll irgendwie noch später irgendwie ein mysteriöses Mädchen auftauchen und das soll dann. Also ich will jetzt. Darf ich spoilern? Ja! Spoiler, machen Sie mal Spoiler-Alarm. Ja, genau, weil am Ende von dieser Folge ist doch dieses Hauptkaramädchen irgendwie angefahren, umgefahren, totgefahren, wie auch immer. Aber sie ist im Abspann nachher, also beziehungsweise in der Preview wieder aufgetaucht. Ja, die Preview nicht so von dem, was passiert ist, wenn die im Raum saßen. Nur ein bisschen anders irgendwie. Ich deswegen, also. Ich glaube, was ist ganz komisch. Ich glaube, bei dieser Serie muss man wirklich auf die zweite Folge zu hoffen, dass man die versteht. Ja, auf jeden Fall, dass sie deswegen ein bisschen rauskristallisiert, worum es da genau geht. Genau, und deswegen werden wir uns, glaube ich, hier über eine Meinung nicht äußern. Weil wir nicht wirklich sagen können, ob die Serie gut ist oder schlecht, weil wir sie nicht verstanden haben. Aber definitiv Zeichenstil top. Ja. Also vom Zeichenstil her fand ich das super und meine Lieblingsszene aus der ersten Folge war wie die Idee. Und der Typ dachte, oh, das war genau umgekehrt. Das war super. Normalerweise macht der Kerl bei der Frau die Frau mit Stammeln, aber diesmal Frau und den Kerl mit Kerl auch wohl überfordert. Ja. Fand ich super, war super lustig. Stimmt, deswegen halt im Anime, das kommt nicht im realen Leben vor. Niemals. So wie ihr seht, sind wir jetzt wieder am Ende angekommen und ich bitte euch, habt ein bisschen Nachsicht, das ist also ziemlich schwierig jetzt sowas zu machen, über Animes zu sprechen, also deswegen habt ein bisschen Nachsicht mit den Kommentaren und den Däumchen, also wir geben uns hier definitiv Mühe. Weil wie ihr bei uns ja auch gemerkt habt, jeder hat eine andere Meinung und entstehen viele Diskussionen, er macht diese Dance. Tribe Cool Crew. Danke. Warum kann ich das keiner mehr? Denkt doch mal einer an die Kinder. Warum denkt ihr keiner an die Kinder?
Und bitte, falls einige von euch die Serie, die wir zuletzt besprochen haben, wenn ihr geschaut habt, worum es da geht, ne, das könnt ihr mir mal in die Comments schreiben. Bitte, dann wissen wir vielleicht, worum es geht. Ja, falls ihr die noch nicht gesehen habt, da gibt es wieder Videos. Genau. Da oben gibt es unsere letzte J-Mono-News-Folge vom Dienstag. Und darunter... Das letzte Highlight. Das letzte Highlight. Das letzte genau. Highlight. Gab ja jetzt keins. Wie gesagt, ne, habt etwas Nachsicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da nach oben, bitte. Stöpsel ist auch hier, der mag Abonnenten. Und wie gesagt, Kommentare da lassen. Freuen wir uns immer wieder drüber. Matane! Tschüss! Tschüss! Ich hab deinen Endcard geklaut.